ein bisschen gerodet. Den Auftrag können wir dann also gleich theoretisch wegmachen. Achso, ja, wir sollten vielleicht zwei Förster einstellen. Vielleicht möchtest du spät. Sehr gut. Nun sollten wir uns um das Sammeln von Schrott kümmern. Schrott ist eine unserer wertvollsten Ressourcen. Wir können das Holz abbauen hier einmal abreißen, weil wir haben ja jetzt hier unser Arbeitsfeld wird ungefähr, wenn ich so weit weg hier sein. 26. Das war gut. Da 530, wollen wir es hinkriegen. Nein, das soll reichen. So. Das hier können wir abreißen erstmal. Dann hauen wir einen Schrottplatz hin. Jetzt erstmal hier. Leute, sollen mal ein bisschen laufen hier. Was haben wir hier? Strahlenschutz. Haben sie ein bisschen. Und so, der Schrott. Auf einem Schrottplatz kannst du den Arbeitsbereich verändern. Aus Schrott können wir vier weitere Ressourcen recyceln. Stoff, Metall, Arbeitsplatz Plastik hier relativ schlecht hier oben. Darum werden wir uns in Kürze kümmern. Also jetzt sollten wir uns jedoch erst um die Bedürfnisse deiner Siedler bekümmern. Unsere Leute wünschen sich einen Platz Häuser zum Schlafen und Leben. Hütten befriedigen ihr Bedürfnis nach Sicherheit und Privatsphäre und steigern die Zuversicht ihrer Bewohner. Anders ausgedrückt, Hütten zu errichten steigert ihre Bereitschaft, Familien zu gründen und sich zu vermehren. Wie viele Hütten soll ich denn bauen? Ja, machen wir. 8. Okay. Oh, den habe ich versetzt. So, Hütchen. Das platzsparender bauen, ne, eigentlich. Ist ja jetzt nur das Tutorial. Was schon relativ lang geht, muss ich aber sagen. Aber man will ja auch alles lernen. Das sind ja praktisch die Basics. Kannst du auch stabile Hütten Zufluchten als Wohnraum zur Verfügung stellen. Stabile Hütten widerstehen Sandstürmen besser und haben eine erhöhte Speicherkapazität. Kinder, die in Häusern leben, füllen nach und nach deren Lager auf. In einer Zuflucht pflanzen sich die Siedler nicht fort, da es ihnen an Privatsphäre fehlt. Aber wir können natürlich viele Leute aufnehmen. Kommen wir von unserem kleinen Exkurs zum so, Thema Wohnraum wieder zurück zum Schrott. Oder Raffinerie. Dieser kann mit Hilfe eines Recyclers oder einer Raffinerie in vier verschiedene Ressourcen. Okay, also erstmal ein Recycler. Ich würde sagen, in die Nähe von dem Ding. Ausruine sieht noch deutlich gut aus, oder? Jetzt nicht so mitgenommen wie die anderen. Man hat so ein bisschen auch an The Last of Us. So, genau, Raffinerie, wir brauchen Leute. Raffinerie, sage ich dem Recycler. Der uns ein bisschen jetzt herstellen wird. Drei Leute sind immer noch. Du kannst jederzeit deinen Recycler anordnen, eine andere Ressource zu produzieren. Es ist wichtig, dass du dich auf jene Ressourcen fokussierst, die du wirklich bist. Glückliche Siedler sind fleißige Siedler. Deshalb sollten wir uns um
sehr Schneiderei bauen. Würden es gerne mal anhören, aber es dauert ein bisschen lange. Wo oben so die Produktionskette hier. Und Schrott machen, daraus Stoff bauen, Schneiderei. Hier oben dann noch irgendwie die Werkstatt bauen können. Oder halt drunter die Werkstatt bauen, das ist je nachdem, wie das ausbauen oder was. Hier können wir auswählen, was wir wollen. Elektronik wird später wahrscheinlich wichtig. Wir eigentlich irgendwo kann ich doch. Da, Strahlung. Aha. Das sind Seen. Ist auf jeden Fall viel Bestrahlung. Okay. Bodenfeuchtigkeit, alles trocken. Nice. Hier Lagerkapazität wahrscheinlich erreicht. 1000 Produktionssumme davon, 90.000 Produktionssumme davon. Ja, ich sollte vielleicht auch einen Schneider zuweisen. Die Halstücher produzieren. Ach, guck, wir können auswählen, was sie tun. Halstücher, natürlich nicht so krass. Ein Strahlenanzug sogar. Okay, Aktivkohle. Wir kategorisieren die Umweltverstrahlung in vier Bereiche: keine Verstrahlung, niedrige, mittlere und hohe Verstrahlung. Die Verstrahlung verändert sich stetig und wird vom Wetter sowie radioaktiv verseuchtem Regen beeinflusst. Ja. Schutzkleidung. Die Werkzeuge, die wir aus der Endzone mitgebracht haben, gehen langsam zur Neige. Lass uns nun darauf fokussieren, neues Werkzeug herzustellen. Dieses Werkzeug wird uns helfen. Alles klar, also neue Werkzeuge. Oh, wir sollen einen zweiten Recycler hin. Bauen wir dann da rum. Die Werkstatt bauen wir halt hier rum. Ne, wir bauen die Werkstatt neben. Dann brauchen wir noch einen weiteren Sondierer. Und dann natürlich einen Techniker, der uns die Werkzeuge herrichtet. Und der hier macht Metall. Also man sieht schon, es ist auf jeden Fall ein komplexeres Game jetzt schon im Early Access. Man muss auf einiges achten, gerade mit der Verstrahlung, die sich jederzeit ändern kann. Und den anderen Ressourcen, die man dazu hat. Muss die Siedlung, müsste ich theoretisch ausbauen noch. Ich habe nur drei Dinger. Achso, Metallwerkzeuge. Auf jeden Fall bis jetzt ziemlich cool. Ressourcen, ach, hier können wir gucken. Mit unseren schönen neuen Werkzeugen sind wir nun darauf vorbereitet, effektiv zu arbeiten. Solltet ihr jemals das Metall ausgehen, dann denk daran, dass du deine Werkstatt auch anweit unten in der Endzone hatten wir genügend Zeit und Ressourcen, um uns ordentlich zu bilden. Unsere Kinder jedoch... Ah ja, okay, natürlich. Eine Schule gibt's dann auch. Damit unsere Kinder auch später effektiver sein können. Schuldistrikt bauen wir mal hier. Glaube ich zwar nicht so anomäßig, dass das in einem Bereich sein muss, aber ist ja immer noch besser.
Professor oder Lehrer. Totengräber, der hat bestimmt Bock. Zack, 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 zack. Neben der Tatsache, dass ausgebildete Kinder effektiver arbeiten, werden wir sie auch darin unterrichten, sorgfältiger mit ihrer Schutzkleidung. Und ihr, ja, da unsere Bevölkerungszahl zu wachsen beginnt, sollten... Noch mehr Nahrung. So, jetzt sollen wir eine Sammlerhütte bauen. Na, Sammlerhütten sind immer ganz gut. Ups. Sagen, wir müssen mal gucken, wo wir viel herkriegen. Da oben ist einiges beim Schrott. Dann bauen wir die auch hier hin. Wir so eine kleine Kurve ein. Zwei Sammler sollen wir einstellen. Bären und Pilzen. Hier werden sie hoffentlich automatisch um. Haben wir denn auch Ressourcen? Unterkünfte? Nee, Gemeinschaft? Nee, Logistik. Da, ja, genau, sehr Lagerhaus. Gut. Wie du sehen kannst, ist die Sammlerhütte eine effektive Möglichkeit, schnell an Nahrung zu gelangen. Aber sei vorsichtig. Nach einer Dürre wird es einige Zeit dauern, bis die Pflanzen neu gewachsen sind. Ah, okay, die Sammler sind wie bei den meisten Gebäuden. Kannst du auch hier den Arbeitsbereich jederzeit, obwohl wir zurzeit ausreichend versorgt sind, hängt unser Überleben von einer sorgfältigen Planung ab. Okay, eine Plantage jetzt auch noch. Jetzt wollen sie es aber wissen, was hier Essen angeht. So, wir setzen die Plantage nebendran. Auch 6x6. Wir brauchen wahrscheinlich eine weitere Arbeitskraft. Zwei habe ich noch verfügbar wahrscheinlich. Ne, 11 habe ich verfügbar. Naja. Was bauen wir denn an? Nee, hier. Saatwehen. Wir können doch Kirschen anbauen. Ich mag Kirschen. So. Die Plantage ist angelegt und die Bäume beginnen bereits zu wachsen. Und da wird mein Essen abgeerntet. Ähnlich wie bei den Anbaufeldern brauchen die Bäume einige Zeit, bis sie ausgewachsen sind. Unsere Sammlerhütte sammelt Nahrung aus den umliegenden Wäldern. Jedoch gibt es dort noch eine... Kräuterhütte sollen wir jetzt auch noch bauen. Kriegen wir den Kräuterhütte her? Hier. Kräuterhütte. Bauen wir daneben. Dann bauen wir hier daneben. Da geht so schön straßenmäßig dann einfach. Weiter. Kann ich nicht? Doch. Danke. Kühlerei kommt wahrscheinlich hier irgendwo auch noch dazu, ne? Darf ich einfach mal ein paar Hütten bauen, Jungs? Ist das genehm für euch? Wenigstens ein paar hier, die Siedlung ein bisschen erweitern. Ja, natürlich, ihr kriegt eine Arbeitskraft. Kann ich auch nicht wählen, was in der bei den Sammlern. Gut gemacht. Die gesammelten Kräuter können wir auch noch dazu verwenden, sie später rausbauen. Warum der Gesundheitszustand unserer Siedlung sinken kann, ist Strahlung. Obwohl wir unsere Siedler bereits vor der Umgebungsstrahlung durch Kleidung schützen, kann es passieren, dass unsere Wasserquellen kontaminiert werden. Genau, die Kühlerei, jetzt dürfen wir Bäume abhacken. Dafür, das neben dem Baum den Weg zu stellen. So, dann mal einen Köhler. Vier individuellen dürfen sein, was wird hätte. Was willst du da? Du willst einen Friedhof. Aber dann war er geschickt. Was soll ich dagegen denn tun? Und alle dasselbe Problem. Ne, sieh mir nur. Sie will nur einen Friedhof haben. Da kann ich ja aber jetzt noch nichts dran tun. Großstelle.
Wir können die Kohle in Verbindung mit einer Filteranlage benutzen, um unser Wasser zu reinigen. Es wäre eine Schande. Ach, wir sollen erstmal noch einen Recycler bauen. Da kriegen wir einen. Noch unseren Sortierer. Plastik und dann brauchen wir Wassersilo. Das ist Zisterne, das können wir auf. Ach, ausbauen, guck an. Cooler Shit, dann wird das zur Zisterne. Kann man das ausbauen? Nee. Also, was können wir denn alles ausbauen? Nicht so viel. Leider. So. Unser neues Wassersilo steht und ist einsatzbereit. Gute Arbeit. Wasser zu filtern ist ein wichtiger nächster Schritt. Ja, also doch Wasserfilter, so wie ich es mir vorgestellt habe. Lass uns nun mit dem Filtern unseres Wassers beginnen. Um etwas Kohle zu sparen, sollten wir sicherstellen, dass wenigstens ein bisschen unverstrahltes Wasser in unserem Wassersilo gelagert wird. Okay, also wir brauchen einen Brunnen. Ganz nett aus eigentlich. Oh, zu viele Leute, die keine Wohnung haben. Ich darf keine Zufluchten bauen, das ist ein bisschen traurig. Wir sind schon ziemlich lange hier drin, ne? Oh, mal kurz Pause. Ja, das war Teil 1 dann, würde ich sagen, von Endzone. Geht gleich weiter in Teil 2, wo wir dann weitermachen mit dem Tutorial. Das Tutorial bringen wir auf jeden Fall zu Ende. Lasst gerne einen Kommentar, drückt einen Daumen nach oben, wenn ihr möchtet. Abonniert gerne, würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.